Wir sitzen hier an der Jordi Bosch-Orgel in der Pfarrkirche San Andreu in dem schönen mallorquinischen Städtchen Santaní, wo ihr seit 4 Tagen spanische Orgelmusik einspielt. Wie ist dieses Großprojekt spanischer Orgelmusik auf mallorquinischen Orgeln entstanden, von der ersten Idee bis zu den 2-wöchigen Aufnahmen hier auf Mallorca? Angefangen hat alles mit einer spontanen E-Mail, die mir Ingo Schmidt-Lukas schickte, mit dem ich schon einige spannende Projekte an wirklich außergewöhnlichen Orgeln realisiert hatte. Und da stand drin, guck dir das mal an, ein Link zu einer Seite, wollen wir da nicht aufnehmen. Ich habe es mir angesehen und war sofort überwältigt. Dieser wundervolle Prospekt der Orgel von Santaní, die man vom Hörensagen kannte, aber natürlich noch nicht gespielt hatte. Und ich dachte, Mensch, das wäre doch etwas, das müssen wir unbedingt machen. Da war natürlich viel zu organisieren. Zum einen musste man Kontakt finden, irgendwohin, wo man überhaupt keinen Kontakt bisher hatte. Da haben 2 Leute sehr geholfen, Gerhard Grenzing, der Orgelbauer, und auch Tomeo Muth, Orgellehrer am Konservatorium von Palma. Wir waren dann vor Ort, haben das Instrument besichtigt. Es war faszinierend, aber noch in einem Dornröschenschlaf. Wir mussten also Menschen, Wege und Mittel finden, wie man dieses Instrument herausputzen kann, dass es für die Aufnahmen in altem Glanz erstrahlt. Gleichzeitig musste ich mich natürlich mit den Inhalten auseinandersetzen. Und da kam es ganz gut, dass ich ein Forschungssemester genehmigt bekommen hatte und mich also fast ein halbes Jahr sehr intensiv mit der Literatur und dem Hintergrund auseinandersetzen konnte. Das waren unter anderem mehr als 500 Sonaten von Scarlatti und mehr als 100 Sonaten von Soler. Das ist also eine Menge Inhalt auch gewesen. Und so kam es schließlich, dass wir dann diese lange Aufnahmezeit, diese Tage nach Ostern jetzt hier verbringen können, um an den wundervollen Instrumenten aufzunehmen.